Chuck Norris ist wieder aufgetaucht, hier bei Miles Edgeworth, Ace Attorney Investigations. Und mit seiner Lollipop-Power werden wir ihn nun befragen. Die Untersuchung. Über den Mord an Demask, dem Zweiten. Sind Sie gewillt, mir ein paar Details zu geben? Als der Yatagarasu sich zeigte, haben Agent Lang und ich Wachdienst geschoben. Und haben sofort die Leitung übernommen. Die Leitung übernommen und die Sachen vorzubereiten für diesen Tatort. Als Vorteil genutzt während des Chaos hat Demas 2 sich hier in diese Botschaft eingeschlichen. Wahrscheinlich, um ein paar Schätze zu stehlen. Und ich schätze, er hat sein Leben verloren, als er gezwungen war, mit jemand anderem in diesem Raum zu kämpfen. Der Verdächtige. Warum genau wurde dieser Mann unter Arrest gestellt, Inspektor? Dieser Samurai. Er wurde verdächtig geboren, aber es gibt, das ist nicht Grund genug, ihn zu verdächtigen. Das versichere ich Ihnen. Ich kann Ihnen versichern, dass er komplett harmlos ist. Nun, das ist nur eine zufällige Schätzung. Es ist nicht so, als wäre er unter Arrest. Heute Nacht in der Botschaft von Alabast sollte Botschafter Alba eine Rede halten. Und das ist, als er Yatagarasu auftauchte. Aber behalt im Kopf, dass es nicht der Yatagarasu ist, über den ich gerade rede. Die Sitze, wo die Gäste während der Rede sitzen sollten, waren leer. Hm? Überhaupt keine Show? Wer hat denn verpasst, die Sitze zu nehmen? Der Stil-Samurai. Bis zu dem Beginn der Rede sollte jedes Mitglied der gesamten Stil-Samurai-Familie in einem anderen Raum warten. Jedoch, aus irgendeinem komischen Grund, dieser Mann wurde woanders gesichtet als in den zugeteilten Raum zu diesem Zeitpunkt. Und wo genau war er? Er war auf dem Dach mit einem seiner Beine feststeckend im Kamin. Oder Schornstein, besser gesagt. Der Schornstein führt direkt in diesen Raum. Larry Butts, diesmal hast du dich selbst übertroffen. Was hast du dir nur dabei gedacht? Auf jeden Fall ist es Zeit, dass ich mal meine Untersuchung beginne. Beginn mit der Untersuchung. Botschaft von Alabast, Büro des Botschafters. Oh mein Gott, die stehen aber hier alle schön rum, stehen mir voll im Weg. Was soll denn dieser Unsinn? Nanu? Da sind Vögel. Ein Baum geht direkt hier durch und Vögel schauen da draus. Geil. So, sorry dafür. Frosch im Hals. Gut, dann schauen wir uns doch mal direkt diese Messer an. Das ist ja der Ursprung, warum wir hier sind eigentlich.
Da sind ein paar Waffen hier an der Wand montiert. Eine Armbrust und darunter ein Set von Messern, die ein Blumenmotiv haben. Das müssen Gegenstücke von den barbalenischen Messern sein. Ich weiß gar nicht, ob Franziska vorhin gesprochen hat. Ich glaube nicht, oder? Ich habe nämlich nicht drauf geachtet. Sorry, wenn Franziska geredet hat. Wenn ich jetzt Miles Stimme benutzt habe. Was bedeutet, dass die Klingen darin... Ja, dass sie identisch sein sollte mit denen Mr. Coachen umgebracht wurde. Ich werde nicht ruhen, bis ich alles Verdächtige gefunden habe. Cool, eine Armbrust. Ich habe selbst eine Armbrust fürs Live-Rollenspiel. Nicht so leistungsstark, aber immer noch eine Armbrust. Armbruste sind cool. So, was werde ich dann untersuchen? Die Messer. Messer, beschmückt mit Blumen, sind hier drauf. Ich nehme an, das sind die Gegenstücke der barbalenischen Messern. Und ja, sie sollten übereinstimmen. Also nochmal das Gleiche gesagt. Quasi. Was? Einer der Messer hat keine Klinge. Mal schauen, ob die Klinge und der Griff zusammenpassen. Sieht so aus, als würden sie ganz gut zusammenpassen. Und das bedeutet, dass ein Messer aus Alabaster seinen Weg in Babal gefunden hat. Aber wie? Okay. Das können wir noch nicht herausfinden. Dazu müssen wir noch was anderes machen. Und zwar hier. Die Person, die die Hand schüttelt mit dem Stil-Samurai, muss Botschafter Alva sein. Das Foto wurde gemacht kurz vor dem Mord. Der Stil-Samurai muss wirklich bekannt sein. Sie haben sogar den nationalen Schatz im Hintergrund. Ich verstehe es nicht so ganz. Was genau ist denn so toll an diesen Typen? Ganz klar ist da eine Tiefe hinter dieser Show, die eine junge Person wie du nicht hervorstellen kannst. Wo wir über junge Leute reden. Sind es nicht die kleinen Kinder, die eigentlich angesprochen werden sollen durch diese kostümierten Shows? Ja, Foto mit dem Stil-Samurai. Organizer. Er wurde vor der alabastischen Statue aufgenommen, kurz vor dem Mord. Okay. Dann gehen wir mal hier ganz rechts. Zwei wunderschöne Blumen blühen gerade hier auf. Ich wette, Blumen mit solcher Schönheit haben auch einen schönen Namen. Miles Edgeworth, bist du endlich fertig, da reinzustarren? Ich denke, solche Blumen sind keine Seltenheit. Passion Flowers? Also Passion Flowers. Ich guck mal nach, ob es ein deutsches Wort gibt. Passion Flowers. Es gibt ein Passion Flower. Passionsblumengewächs, also Passionsblume anscheinend. Okay. Das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Name. Boah, sorry dafür, also da steckte gerade echt was drin. Boah. Mein Gott, ob ich jemals gesund werde, ich weiß es nicht. Sie wurde nach dem Priester im 15. Jahrhundert benannt, für die Passion Christi. Wie man sagt, jeden Tag lernt man etwas Neues. Passionsblume im Organizer.
Boah, echt schlimm sowas. Echt schlimm. Zwei große Blumen, die gerade aufblühen. Ja, und die Stängel sind halt unterstützt mit diesen Stäben da. Und wachsen immer noch. Okay. Ohne Scheiß, ey. Das ist doch richtig schlimm hier. Manchmal. Kackhals. Am besten abschnibbeln direkt. So, dann wollen wir uns mal die Leiche angucken. Also das ist das Opfer. The Mask, der zweite. Was ist denn mit seinem komischen Outfit hier? Ach nee, was rede ich da? Der Typ kommt nicht aus Justice for All. Das war Trials and Tribulations, ich Dummkopf, mit Mask the Mask. Deswegen kennt Franziska den auch nicht. Mein Gott, ey, da habe ich aber gerade einen üblen Verwechsler gemacht, muss ich sagen. Wahrscheinlich haben schon Leute in den Kommentaren das reingeschrieben. Kennen Sie ihn etwa nicht? Den Mask the Mask? Vor einigen Monaten hat er einiges an Chaos verursacht. Also, dieser Dieb ist getrennt vom Yatagarasu. Das habe ich mir gedacht, weil ihre Arbeitsweise sehr verschieden sind. The Mask interessiert sich nach Gegenständen mit hohem Wert und Juwelen. Außerdem ist er sehr auffällig. Gamsho war verantwortlich für die Untersuchung, deswegen sollte er mehr wissen über The Mask. Das ist okay. Alles, was ich von ihm hören werde, sind wahrscheinlich nur, irgendwelche Gerüchte eines Versagers. Boah. Okay, also langsam reicht es hier halt. Sie haben sich überhaupt nicht verändert, wie ich sehe. Auf jeden Fall sollten wir beginnen, nicht wahr? Ich werde nicht ruhen, bis ich alles Verdächtige gefunden habe. Okay, schauen wir uns mal das Schwert an. Also das ist die Mordwaffe in diesem Fall. Da ist Blut auf der Klinge. Ein ziemlich schönes Schwert, nicht wahr? Was hast du erwartet? Das ist Steel Samurai Daddys zweite Waffe. Ich nenne sie nur seine Zweitwaffe, auch wenn er sie meistens im Kampf benutzt. Ist es ein vertrauenswürdiges Samurai-Speer, das ihn in den richtigen Kampf bringt? Du weißt aber schon eine Menge über den Steel Samurai. Das ist nur, weil ich die Bühnenshow vorhin gesehen habe. Der Besitzer dieses Schwertes ist der Steel Samurai. Oder mit anderen Worten, Larry. Ich sollte ihn wahrscheinlich später darüber befragen, um beweisen zu können, dass er unschuldig ist. Schwert in den Organizer gesteckt. Okay, kurz gucken. Waffe, das auf der Bühne benutzt wurde. Und man denkt, dass das halt die Mordwaffe ist, womit The Mask der zweite umgebracht wurde. Okay. Dann die rechte Hand. Was ist da drin? Was hält er da? Sieht so aus wie ein Stück Papier. Sieht so aus, als wären die Richtungsangaben hier drauf geschrieben. Da ist irgendetwas auf dem Hintergrund geschrieben. Ich möchte, dass Sie die Primidux-Statue in diesem Raum stehlen. Was hat das denn zu bedeuten? Wer schreibt denn für sich selbst solche Notizen? Wenn ich vom Text aus Vermutungen anstellen soll, dann würde ich sagen, dass das eine Anfrage von jemandem ist, etwas zu stehlen.
Was für eine Person ist das, der die Anfrage gemacht hat, die Primidux-Statue stehlen zu lassen? Demas der Zweite, Notiz. Einmal kurz gucken. Eine Anfrage für den Diebstahl der Primidux-Statue mit einer Karte, wo die Statue ist. Okay. Und die Maske schauen wir uns noch an. Ich dachte, der Mask hatte aufgehört mit diesem Job. Dieser Typ ist einfach nur ein Kopierer, der den Namen benutzt. Ein Betrüger. Nachfolger. Er ist nur ein anderer, jämmerlicher Dieb. Seine wahre Identität ist je ein Typ ohne Arbeit bei dem Namen Kashinu. Larceny, das muss ich jetzt aber auch nachgucken. Großdiebstahl, okay. Er ist 29 und gesucht wegen Großdiebstahl. Von seiner Kleidung her und was er sonst so trägt. Nehmen wir an, dass er der wahre Demas der Zweite ist. Der Grund seines Todes scheint Blutverlust aus dem Hinterkopf zu sein. Scheint so, als wäre mit etwas ziemlich Hartem erschlagen worden. Was bedeutet, er wurde zu Tode geprügelt? Autsch. Da ist auch eine ganz schöne Beule. Au. Das muss wehgetan haben. Nun gut, die Untersuchung führen wir im nächsten Part weiter. Bis dann.